Herzlich. Rückwand. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karte. In Thüringen. So, wenn die Kopf wieder passt. Mach doch noch eine Folge. Dann habe ich die 14 voll. Also wegen einer Folge mache ich morgen nicht extra. Also das schaffen wir jetzt auch noch mit 20 Minuten ungefähr. So, wir haben noch Rest, wir haben noch einen riesen Schwung reinzufahren mit DGH. Das heißt, es wird locker noch naja, das ganze Feld bis zeitlich gesehen ja, morgen früh. Ungefähr schätze ich mal. Für den 5 oder 6. Aber das machen wir heute nicht alles, das wird nichts. Das müssen wir dann in einer Woche machen. Echt so einen dritten Advent. Ich habe alles im zweiten vergessen gehabt. Also entschuldige mich noch immer, aber ich bin dabei tödlich. Also im Grunde weiß ich auch nicht genau, welche Folge man ist. Denn nach spätestens nach 7-8 Folgen habe ich die Reihenfolge schon vergessen. Und weiß dann nicht hundertprozentig genau, ne? Dienstag, Mittwoch oder gar schon Donnerstag. Das steht auch hier nirgendwo. Also ich muss im Prinzip immer die Folge 1 bis 14. Ja, und merken, vor allem die 14, habe ich auch nicht mal eine Reihe gehabt, wusste ich auch nicht genau, dachte, wäre bei 10 erst, und bei 10, da hätte ich gesagt, okay, mach's morgen noch 4 Folgen, oder bei einer, blöd, ne, wir werden mal die anderen Fahrzeuge anmachen, als Hilfe für BGH finden, ne? Also hier ist ja alles düster, ne? Aber alles. Ich sehe hier nichts mehr. Machen wir hier das Licht an. Maschinen. Ist ja nicht ganz so, dass wir ganz im Dunkeln arbeiten müssen. Wir können uns zwar keine Lampen leisten, weil wir das Geld nicht haben. Aber wir können uns hier so mindestens mit Maschinen hell machen, ne? Also ein bisschen Zeug fahren. Dann kann man das auch finden. Leichter. So. Den stellen wir da hin. Den anderen werden wir am anderen Ende hinstellen. Muss einer finden, der mich der Taschenlampe hält. Ja, schönes Licht durchlässig, ne? Da machen wir hoch. So. Jetzt haben wir da auch Licht. Wir haben noch einen Traktor zu stehen. Und zwar. Hier war irgendwas fest gewesen. Baum, Strauch, Mauer, keine Ahnung. Batterien werden zum Glück nicht alle. Jetzt haben wir ein bisschen Licht, müssen wir genau hin müssen. Vor diesem Berg. Ja, Lenkung geht noch. Das ist meistens die Gefahr, wenn ein Spiel rausgeht, dass hinterher irgendwas nicht funktioniert. Und mit dem Gas gehen, dass wir hier vorne nicht zu vielen kippen. Ja, ein bisschen Licht von außerhalb geht schon. Also hier geht noch einiges rein, also das können wir noch fahren. Aber nicht heute. So, jetzt mal gucken, wo unser Häcksler ist. Wir haben jetzt zwar Fernlicht, aber das Fernlicht hat nichts. Nahbereich haben wir gut. Da ist eine Spur von uns. Und da ist ein bisschen Schimmer. Ah, da ist er schon. Ob das kein Regen ist, haben wir auch noch weniger sehen. Lohnzahlung, ja.
Aber spätestens in der vollen Stunde haben wir garantiert wie viel. Garantiert nachher um 0 Uhr. Na gut, dann wird es nicht erreichen. Da gibt es einen dicken Batzen, obwohl wir schon teilweise bezahlt haben für Mietkosten. Das wird ja stündlich abgezogen. Das heißt also, für Silage im Prinzip müssten wir uns die Fahrzeuge für den Mais kaufen. Oder ein Feld, wo wir auch Ertrag erkennen bekommen könnten. Weil es hier 13 mit Soja über 6 Millionen, ich glaube, wird nichts werden. Wo Soja echt ein Feld ist, weil das ziemlich spät zum Ernten ist, das könnte noch was werden, aber 6 Millionen, glaube ich, kriege ich nicht dafür. Jetzt kann man auch, naja, das ist die Ortschaft da oben. Traktoren siehst du nicht, da wo die Bäume sind. Also das Feld ist noch groß, sag ich nur, ne? Ne, fahren wir das meist nicht kaputt. Das ist bares Geld. Viel Geld. War viel Arbeit, alles reinzufahren. Ah ja, Überladerwagen. Radlader rein. Zwei Schaufeln. Und dann hinfahren zum Abladen. Ne? Das macht er automatisch. Wenn wir den nicht hätten, müssen wir eine Rampe bauen. Irgendwie. Voll! So, jetzt können wir schon mal ein bisschen sehen, wo wir hin müssen, ne? Wenn die volle kommt, dann ist die letzte Folge zum Freitag. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende dann. Und da kommt der Advent. Wünsche ich gleichzeitig schon mal vorweg. Schönen dritten Advent. Ne? Ich vergesse garantiert, dass nächste Woche Aufnahme. Das ist viel zu viel Stress. Eine Woche vor der letzten Woche Arbeit, also da habe ich andere Gedanken schon im Kopf, also da klingelt Telefon, da habe die Frage, ob ich zum Kommen oder nicht komme. Und das ist immer stark abhängig vom Wetter, also bei starkem Schneefall und so, da das tue ich mir nicht an, 1000 Kilometer zu fahren, aber wenn das jetzt so wie jetzt aktuell aussieht, so eine Vorhersage, für übernächste Woche sieht es ganz gut aus. Und dann muss ich noch im Prinzip nur 3-4 Tage halten. Und dann sehen wir, was wir können, ne? Aber die Belegung ist ja gleich. Das Silo Prinzip voll machen und den Rest. Oder fahren wir noch ein bisschen rein und beginnen mit dem zweiten Silo. Ach, die paar Stunden können wir noch warten, ne? Ja, die müssen ja auch entsprechend so gerne, dann haben wir eh die Ernte vor uns. Und das ein bisschen leichter ist als dann kann hier in Ruhe einer pflügen oder zwei. Und dann mit der Sommer, da haben wir dann später Sommer. Denn mal die Ernte kommt in 2 Tagen. Kurz vom Herbst. Weil die Aussaat ein bisschen früher kam.
erst im Frühjahr kam. Obwohl Natur im Prinzip da sowieso ein bisschen anders denkt. Nach dem Motto, das holen wir auf die Zeit. Keinen gesehen, August, irgendwie eine Getreide erntet, also August ist noch Raps teilweise dabei, aber nur teilweise. Und dann Körnermais ist oft der 1. Oktober als Mais, für Körnermais, ne? Also Silage, ja auch im Frühjahr, aber weil vieles auch im Sommer auch durch Trockenheit allein schon beschleunigt. Das wird im Grunde dann notreif. Ne? Daher wächst nicht so lange. September ist alles Geschichte, was Raps und Getreide angeht. Das ist natürlich abhängig auch von der Region und von der Höhe her. Ne? Wenn jemand bei 1800 Meter lebt, ja gut, da ist kein Getreide, glaube ich, da ist höchstens grün, eine Weidewirtschaft, ne? Aber ansonsten ist das hier Mittelgebirge, ist das auch ein bisschen später. Oder ganz im Norden ist es auch 3-4 Wochen länger. So, die beiden Bäume sind das da. Und da ist schon mal ein Licht. Und da habe ich überlegt gehabt, ob ich mit dem zweiten Silo anfange, aber gut. Jetzt mache ich es auch nicht. Ja, steig I. Es geht noch bei 3 hier. Da haben wir aktuell 2,2. War ein bisschen zu weit gefahren. Boah, das ist auch egal. Wenn wir so zum Schluss alles mit dem Radlader reinfahren. Auch noch einen sammeln. Schön breit gefahren. So, Licht, Rosa. Gibt ein Zeichen. Hub doch mal. Ich habe kurz Probe gehört. Traktoren hat man fast gar nicht. Weil es verdeckt sind. Aber innen drin sieht man noch weniger, das ist das Problem. Der Format, da passiert das nicht. Ja, der Drescher ist auch schon, der Drescher ist auch schon 15%. Auch Schneidwerk. Da muss ich mir auch noch überlegen. Wir brauchen wir Moos, um das entsprechend reparieren zu können. Aktuell habe ich nichts zu verkaufen da. Lüge vielleicht, okay. Bei 4 brauchen wir keine mehr. Das wäre eine Option. Und weiter wusste ich noch nicht. Wollen wir mal eine Düngemission machen? Ja, das wäre eine Option, wenn noch was ist. Ne? Also, das ist aber bald vorbei. Ja, Düngen ist noch ein paar Sachen da. Ne? Ballenpressen, Düngen.
Könnte man alle ein oder anderen Euro verdienen. Aber erstmal machen wir unseren Raps hier fertig. Das machen wir jetzt auch ein helles, nicht hell. Dunkel ist ja noch nichts. Aber ich brauche ein bisschen Geld, ne? Aber die Folge nicht mehr, das bringt jetzt auch nichts. Weil hinfahren, gut, ein paar Augenreif hinfahren, ne? Vier Fahrzeuge habe ich ja da stehen. So, heute bringt die auch kein Geld mehr ein. Bloß die höchstens nächste Woche. In einer Woche praktisch die alle immer losschicken. Fünf Aufträge, die lukrativsten, die in der Nähe sind. Feld 5 habe ich gesehen. Das ist auch in der Nähe. Dann haben wir ein bisschen Kosten eingenommen für unsere Reparatur, ne? Und sonst haben wir auch Verluste auf Dauer, ne? Kälteverlust durch Verschleiß. Hier müssen wir was bisschen planieren. Ne? Öffne dich. Sesam, öffne dich. Ein bisschen Gas wegnehmen. Ein bisschen fahren schon noch. Wenn die Silage dann fertig ist, dann kann man dann gut in den BGA führen und dann hat man auch ja, gut verdient. Ne? Dann haben wir auch schnell mal 600.000 zusammen. Einen Tag. 2 Millionen haben wir schon, Liter. Schnell gefahren. Fahren, nicht aussteigen. Junge, Gas geben. Jo. Das ist unser Maisfeld. Wir haben noch, ja, gut die Hälfte noch. Also rund noch 2 Millionen Liter für BGA. Den machen wir noch voll. Steht da mittendrin der Häcksler, dann kann man eher auch kurz den Kurs laden zur Not, wenn er nicht mehr gespeichert ist. Und braucht man den Punkt nicht suchen. Wobei Maishäcksler nicht das Problem ist. Bei der Aussaat wird schlimmer. Oder düngen. Düngen ist ganz schlimm. Wenn man den Punkt nicht wiederfindet und man aufhört hat. Hol ich mal eine Karte. Ich bin gerade Lippe aufgerissen. Trockene Luft hier. Plump. So. Eigentlich gucken, wie man das machen könnte mit Auerdrive, aber das habe ich noch kein Schimmer. Silo leer fahren, ja, das geht im Verkaufen, ja, das würde ich hinkriegen. Aber vom Feld, vor allen Dingen abkippen auf den
Silo. So, der ist voll. Dann hängst du mal. Fahren wir mal lassen. So, du hast einen Feierabend. Licht können wir anlassen. Automatik. Und den fahren wir jetzt vom Silo. Und den werden wir dann entsprechend zur nächsten Folge zumachen. Und dann machen wir den Nachbarsilo oder den dritten Silo voll. Da haben wir kurz überlegt, das ist besser. Und dann kann er entsprechend lange gären. Und wir können schon mal 5 Stunden früher, wahrscheinlich 5 Stunden früher nutzen. Ne? Also, als wenn wir jetzt hier alles noch hier reinquetschen würden. Das, was hier vorne muss alles noch reingefahren werden, muss noch reingeschoben werden, beziehungsweise reingehoben werden, und dann ist er auch voll und dann ist es gut. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Dank für die schöne Woche. Ja, wollte das sein. Ja, dann sag ich mal Tschüss und Winkel. Ciao, ciao. Man hört und sieht dann vielleicht in der nächsten Folge. Tschüss.